den ein Trierer Gladiator beschreiten muss, ist gepflastert mit Druck, Stress, konstanter Leistung und Schmerz. Doch was passiert, wenn der Körper nicht imstande dazu ist, die gewünschte Leistung zu bringen? Auf der Bank zu sitzen ist keine angenehme Sache, für die Mannschaft nicht und vor allem nicht für den Spieler. Kilian Dietz ist seit 2007 ein fester Bestandteil des Trierer Basketballteams. Aufgrund einer derzeitigen Knieverletzung kann er für 9 Monate nicht aktiv an den wichtigen Spielen und Trainingseinheiten teilnehmen. Ist natürlich schwer, sich fit zu halten, vor allem bei einer Knieverletzung, weil man kann halt einfach nicht das Bein belasten und deshalb fallen basketballähnliche Sachen, wo man halt schnell sprintet, abrupt abstoppt, die Richtung wechselt, fallen dann natürlich weg. Deswegen wird sehr viel auf Krafttraining gelegt und man versucht, das Krafttraining möglichst spielnah anzupassen. Ist natürlich nicht so möglich wie bei der Sportart selbst oder auf dem Feld im Training. Aber man versucht sich halt schon so einen Weg zu suchen. Es gibt halt verschiedene Aspekte, wo man immer mal wieder was Neues einbaut. Zum Beispiel gibt es in Mehringen eine tolle Anlage oben über den Bergen und da geht man dann auch ab und zu mal rein. Es macht halt, die Abwechslung macht es aus, weil ansonsten wird es halt sehr langweilig, wenn man halt diese Vielfalt, die normalerweise im Feld da ist oder im Training, im Spiel, die ganzen Situationen zu schaffen, dass das einfach ein bisschen zurückgegeben wird, sage ich mal. Also der Verein unterstützt mich, wo es nur geht. Also sei es jetzt damit, dass mich jetzt nach meiner OP zum Physio fahren, dass sie mir Termine bei Ärzten in ganz Deutschland besorgen und also kleine Sachen wie einfach mal schreiben auf WhatsApp, wie geht's dir oder sonst was, sind halt Sachen, wo man halt schon merkt, dass Basketball, also das ganze Surrounding, eine Familie wirklich ist. Und das tut gut zu wissen, dass jemand da ist und einem auch in solchen Situationen den Rücken stärkt. Ich bin 50 Kilometer außerhalb von Trier aufgewachsen und es ist cool, einfach mal an freien Tagen auch schnell mal dahin zu fahren, sehen, wie es in allen geht und Zeit mit ihnen zu verbringen. Aber auf der anderen Seite kennt man sich halt aus, ist sein Zuhause wirklich, wo man spielt. Man kennt die Menschen, die im Publikum sind, man hat Freunde außerhalb der Basketballmannschaft und das macht es einfach viel, viel leichter für einen in gewohntem Umfeld Leistungen zu bringen. Das ist wirklich das Härteste an der ganzen Sache. Die Jungs, sei es in der Vorbereitung oder dann bei Spielen, Trainings, du bist mit den Jungs die ganze Zeit unterwegs, du kannst ihnen leider nicht helfen. Man lernt über die Zeit ein bisschen damit umzugehen, aber am Anfang war es schon sehr, sehr hart, weil ich hatte auch eine kurze Phase, wo ich dann wieder ins Training eingestiegen bin, auch 2 kurze Spiele leider nur machen konnte. War sehr niederschmetternd, das Ganze, dass dann wieder eine Verletzung aufgetreten ist und am gleichen Knie auch noch. Und war schwer, aber ich denke, jetzt nach der OP habe ich ein festes Ziel im Auge, also einen Weg, den ich gehen werde. Und ich werde halt von allen Seiten wirklich unterstützt und ich glaube wirklich, das ist jetzt mental und psychisch für mich eine gute Sache, zu wissen, wie es weitergeht. Ich glaube, dass sich in Trier wieder was entwickelt, was perspektivisch gesehen definitiv Erstliga
Niveau haben kann. Auch gerade in der Jugendarbeit sieht man, wir haben 2 Jugendnationalspieler, wir haben U20-Nationalspieler, A2-Nationalspieler. Also in Trier wird definitiv wieder was aufgebaut und ich hoffe, dass ich dann selbst noch spielen kann und wir dann in den nächsten Jahren die Meisterschaft nach Trier nehmen.